Hallo, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu dem letzten Part von seiner Majora's Mask. Ja, der richtige Wort heute ist der letzte Part von seiner Majora's Mask. Wir haben alles hinter uns, wir haben jede Aufgabe erfüllt, die uns auferlegt wurde. Wir haben mit jedem wichtigen Charakter gesprochen, wir haben uns jeder Rasse angenähert und ihr geholfen, diese schlimmen 3 Tage zu überstehen. Und jetzt liegt es an uns, die Welt von Termina und alle dieser wichtigen Menschen, die in ihr Leben zu retten. Diesmal sind wir vorbereitet. Schwester! Tael! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, rasch die 4, die dort gefangen sind, bring sie her! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Jetzt reicht's! Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Are you serious? Oder vielleicht versuchen wir direkt mal die Giganten zu holen. Wenn er schon so, tauntet, dann machen wir das dann mal direkt. Es passiert was. Sie kommen.
Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Schwester. Teil. Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horrorkid. Hast du nun erkannt, was du im Begriff hast zu tun? Warte, Schwester, sei nicht zu hart mit ihm, Horrorkid. Tael, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Das Horrorkid, es war nur einsam. Es hat versucht, alles um ihn herum zu zerstören. Das ist nicht gerade die Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Das Horrorkid konnte diese Mächte keinen Widerstand bieten. Es war zu viel für ihn. Quatsch! Nicht nur, dass es über Willenskraft noch Mut verfügt, es ist auch noch ein völliger Narr. Da muss ich dir recht geben. Zu viele Schwächen hielt es davon ab, meine Macht teilzuhaben. Ja, stimmt. Gib ihm die Dummheit. Gib deine Dummheit zu. Hä? Ich glaube, das war nicht das Horrorkid, was geredet hat. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist nicht mehr weit als Abfall. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Das kann nicht sein. Was ist nun mit dem Mond? Ich bin, um alles zu verzehren. Alles. Aha, das ist gar nicht gut. Wir müssen weg von hier rasch. Die Hymne der Zeit, die Hymne der Zeit. Das bringt doch nichts, dann würden wir doch nur im Kreis laufen. Oh nein, du machst so Witze. Sag nicht, dass du dann hinaufhilfst. Vergiss es. Du kannst alleine bleiben. Ich bleibe hier bei Tael. Ich werde gehen. Wie? Was hast du gesagt, Tael? Was ist los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Ich verstehe. Ich werde gehen. Hey, du bist richtig stur geworden. Genauso wie jemand anderes, den ich kenne. Wisst ihr, ihr seid wirklich blöd. Es ist so ruhig und friedlich hier oben. Oh, das sind die Vermächtnisse. Vermächtnisse, wir haben hier Sumpf haben wir hier. Wir haben hier Groot, Georg und Twinmold. Und natürlich Majora. Hier, das ist Majora. Was sagt er? Und mit dem können wir reden. Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken, gib mir welche. Und es ist jetzt eigentlich komplett egal, welche Masken wir ihm geben. Hauptsache irgendwelche. Hier kriegst du noch die Hasenohren. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Nicht verstecken. Lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Hier müssen wir mit den verschiedenen Masken was machen. Wir sind bei der Sora. Okay, und zwar folgendes. Diese Level basieren jetzt alle auf unseren Fähigkeiten. Auf den Fähigkeiten der Masken. Hier gibt es aber auch Herzteile drin und ich habe verkackt. Wenn ich alles täusche, sollte ich hier... Oh, ja. Ein Herzteil. So, jetzt müssen wir halt nur noch zu dem eigentlichen Ende von diesem Labyrinth. Das sieht doch gut aus.
Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Hey, dankeschön, du bist sehr nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst, machst du wirklich alle zufrieden? Achso, und die Top war ich jetzt nicht eingestellt. Ja, falls es einer weiß, könnt ihr es mir gerne schreiben. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen uns jetzt um die anderen Kinder kümmern. Und die anderen der Reihe nach abarbeiten. So wie es aussieht. Ja, ich gebe die Masken. Bitteschön. Ist eigentlich egal, welche Masken du abgibst. Okay. In diesem Labyrinth geht es um uns ganz alleine als Link. Ah, okay. Ein Exalfoss, wenn ich mich nicht scheuche. Dinofolz. Wir haben sie so wenig genutzt, jetzt können wir auch mal die Feenklinge nutzen. Gut, Alter, macht mir ja gar keinen Schaden, what the fuck. Das war's, der ist tot. Okay, okay. Der Garo-Meister. Ah, der gute Beyblade, man kennt ihn. Gefürchtet. In jeglichen Regionen des Landes. Da ist er schon wieder down. Drei Hits. Sagt er noch was? Nein. Ich hoffe, der sagt noch irgendwas, aber naja. Aber jetzt ist aber eine Truhe da. Okay. Ja, wie komme ich da hoch? Oh, ich bin dumm. Jetzt öffnen bitte. Hey, ich habe Pfeile. Shit. Das ist ein Darknut. Eisenprinz. Was mit dir? Für die Krabbelminen. Gut, Krabbelminen, die kann man. Ah, da. Perfekt. Hat noch gezählt. Ich sag so, und zielen und. Ah, das schätzt er schon. Das war einfach. Wie geht es hier weiter? Ah. Was ist so mit Feuerpfeilen? Eieiei. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Es war ein cooler Boss, deswegen verdient er die Maske liebenden. Dein wahres Antlitz, welch ein Gesicht trägst du? Ich frage mich, das Gesicht unter der Maske, ist das dein wahres Gesicht? Okay, die sagen immer dasselbe. Na gut, das ist natürlich jetzt Dekus dann angelehnt. Ah, da hinten ist das Herz ja schon mal, das ist gut. Nein. Fuck. Oh. Erst weiche ich so grazil aus und dann passiert mir das, ne? Oh mein Gott.
Hat zwei gefunden. Drei Teile, es fehlt nur eins. Dann sind wir durch. Wieder so haarscharf, ne? What the fuck? Okay. Und los. Oh ja, easy drüber. Ich dachte schon, diese Äste machen uns Probleme, aber nein. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Bitteschön. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Ich frage mich, diese Leute, betrachten sie dich als Freund? Kommen wir jetzt, dann reden wir jetzt mit dem letzten Kind von Majorin, mit dem Goat-Kind. Oder nicht? Verstecken, lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Und das ist jetzt wieder so ein... Ja, Goron-Level. Das ist einfach ein Goron-Level. Das war so antiklimatisch. Opfer. Ich dachte, die Gamma dreht sich mit. Deswegen habe ich einfach nach vorne gehalten, aber du musst ja wirklich mitlenken. Oh, shit. Oh Leute, ich hab... Ah, okay, okay. Wow. Einfach wow. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Analogstick manuell gelenkt, als ich gegen diese Kisten gefahren bin. Aber das brauche ich. Ich muss einfach... Ich fahre dagegen und lasse einfach den Stick los. Dann fährt er automatisch... Dann fährt er ein Stückchen automatisch weiter. Und wenn ich in der Luft bin, dann kann ich den Stick wieder berühren. Einfach wow. Das ist wieder typisch ich. Warte, wie lange komme ich ohne den Joystick zu drücken? Ich bin mad, ich bin einfach fucking mad gerade. Ich muss da nicht mal den Joystick drücken, what the fuck mache ich hier? Ich muss einfach nur A gedrückt halten, das war's. Nein. Ah, fuck. Und ich höre mal kurz auf. Da ist das Herzteil. So. Okay, ich muss einmal außen rumfahren. Um da hinzukommen. Okay, also es liegt quasi auf dem Weg, so gesehen. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Da hinten ist, glaube ich, der Ausgang. Und hier kann ich jetzt einfach aufhören und weiter... aufhören und einen Shortcut quasi nehmen, aber nein, das will doch nicht. Wir machen es uns schön schwer. What the fuck mache ich hier? Yes! Yes, let's go! Woo! Oh mein Gott, das hat so lange gedauert. Du hast ein Herz ja gefunden. Ich habe einen neuen Herzcontainer. Und damit, mit diesem letzten verschissenen Herzen, haben wir jetzt alle beide Herzleisten voll. Insgesamt 20 Herzen. Aber wir können 40 Schadenspunkte nehmen, weil wir alle Feen freigeschaltet haben. Bam. So, hol mich raus, Alter. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Hey, danke schön. Du bist nett.
Darf ich dir eine Frage stellen? Du, was macht dich glücklich? Ich frage mich, was dich glücklich macht. Macht es andere auch glücklich? Und nach diesen anstrengenden Labyrinthen betreten wir nun zum letzten Mal diesen Hügel im Inneren des Mondes, auf dem dieser einzelne Baum steht, und sprechen nun endlich mit Majora. Alle sind fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Ja. Hast du nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Das ist die letzte Maske. Du hast das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Drücke C und finde es heraus. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber. Und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Und ihr werdet jetzt sehen, mit dieser Maske wird dieser Bosskampf scheiße einfach. Also wirklich unfassbar einfach. Aber ich zeige sie euch mal ganz kurz, wie die aussieht. Sieht halt schon hart krass aus. Und dann haben wir noch so ein Double Helix Sword. Das ist unglaublich. Die Vermächtnisse. Majora's Maske. Oh, mit B schieße ich übrigens Laser. Das war der Knopf, den ich gesucht habe. Jetzt greifen wir zu viele Vermächtnisse, glaube ich, an. So, ein Vermächtnis ist schon mal down. Ich kann Laser. So, ich verpisst euch jetzt mal alle. Ihr seht, warum diese Maske so ultra OP ist. So, jetzt könnte ich hier noch draufhauen. Und das war die erste Phase. Majora's Inkarnation. Und die Phase ist einfach nur fucking weird. Das war die zweite Phase übrigens. Jetzt wieder bufft. Oder es wird bufft. Das war der Bossfight übrigens. Also,
Ah, er ist wach. Epona ist da. Und das Horror-Kid. Ihr habt mich also nicht vergessen? Ihr seht mich immer noch als euren Freund an. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Du hast den gleichen Geruch an wie das Feenkind aus den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Ich weiß, lass uns etwas tun. Das Böse hat also von der Maske abgelassen. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nun auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Solltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt ihm auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Maske, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es auch eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Azulé! Danke. Thank you.
Ja, und so endet unsere Reise in Termina. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich werde natürlich noch die Credits laufen lassen, weil ich finde, die sind sehr schön und fassen dieses ganze Feeling von Majora's Mask einmal sehr gut zusammen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich fand's, es war schon eine schöne Reise, es war eine wunderschöne Reise. Natürlich hin und da fand ich persönlich manchmal ein bisschen gameplay-technisch so ein bisschen meh. Aber die Geschichte und die Lore sind sehr einzigartig in diesem Franchise und deswegen finde ich, darf man Majora's Mask in jeglicher Hinsicht nicht vergessen oder unterschätzen oder so, auch wenn es nicht in Hyrule spielt.